Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Minino an! Also, ich habe einen kleinen Park in Newcrest gebaut für den Lucky Legacy Safe, damit wir ein bisschen mehr zu tun haben, sag ich mal. Und es ist wild geworden, sage ich euch. Also, es ist jetzt, das sage ich jetzt direkt, es ist jetzt nicht das krasseste der Welt, aber komme klar damit. Weil es ist besser, als eben kein Grundstück zu haben. Wir können es dann immer noch ersetzen oder updaten oder whatever. It's fine for now. Ich habe halt versucht, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, also so ein Pavillon oder so zu bauen. Ob mir das gelungen ist, müsst ihr mir sagen. Also ich finde es auf jeden Fall wild. Also ich habe auch hart gestruggelt, weil ich bin, wenn ich was bauen kann, dann eher so Häuser und so. Ja, diese Gemeinschaftsgrundstücke sind nicht so meine Welt irgendwie. Also ich bin da jetzt nicht so der Profi drin. Aber für das Gameplay, was ich so mache, dafür ist das auf jeden Fall gut genug, würde ich sagen. Deswegen ist das in Ordnung. Manchmal braucht man auch eben einfach nur so eine Kleinigkeit, die halt irgendwie so in der Welt rumsteht. I don't know. Aber, wie wir ja hier wissen, ist das ja auch immer so ein bisschen so ein Ding, die ich benutze, um ein Lebensupdate zu geben. Deswegen machen wir das natürlich. Ich versuche heute zum ersten Mal, dass wir beim Speedbild das hier auch ein bisschen cutten. So, dass es halt nicht nur dieses Pause und dann, ne? Sondern wir machen hier ein bisschen Kati-Kati, damit das ein bisschen fixer ist. Ich will einfach mal wissen, ob das irgendwie besser ankommt oder nicht. Also ich finde persönlich, ich gucke mir beides gerne an. Also kommt dann halt immer drauf an, ne? Bei welcher Person und so. Deswegen ist es für mich interessant zu sehen, was ihr darüber denkt. Ob ihr das lieber als gecuttetes Speedbild haben wollt oder eben, indem ich sage, hey, wir machen das ohne Cuts. Also es ist natürlich einfacher für mich, indem ich einfach 10 Minuten hier rumlabere und dann kann ich das quasi mehr oder weniger so hochladen. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ja, wir machen das mit den Cuts, das ist irgendwie cooler. Es ist eure Entscheidung, also schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu. Und weil wir ja hier über mein Leben reden, ja, habe ich ein paar Live-Updates für euch. Wie ihr wisst, bin ich Studentin und es ist gerade alles ein bisschen wild und im Umbruch, weil ich werde wahrscheinlich halt, also nicht nur wahrscheinlich, ich werde wechseln in ein Präsenzstudium, weil gerade ist das ja ein Fernstudium. Und ja, da werde ich halt dann auch wieder arbeiten gehen, zumindest 8 Stunden die Woche wahrscheinlich. Und es ist alles ein bisschen wild. Deswegen hoffe ich, dass das hier trotzdem mit uns funktioniert. Ja, dass wir trotzdem 2-mal die Woche ein Date miteinander haben. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass es so ist. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann ja, werde ich auf jeden Fall auch mich darum kümmern, dass ihr dann auf jeden Fall auch Bescheid bekommt. Aber in der Regel sollte das so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Also, dass das weiterhin so läuft, weil es ist letztendlich nicht so viel mehr Zeit, die ich dann ja außerhalb von hier verbringe. Also klar, es ist mehr auf jeden Fall als jetzt, aber es ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Deswegen, ja, machen wir einfach mal. Wie gesagt, also, ihr werdet auf jeden Fall darüber in Kenntnis gesetzt, sollte sich irgendwie was an dem Content ändern oder so. Deswegen wird das alles schon. Wir kriegen das alles hin. Zurück zum Bild gerade mal. Ich habe hier so ein paar Sachen platziert, die ich unbedingt halt platzieren wollte. Ja, ich fand das halt ganz cool, dass es an jeder Seite einen Mülleimer gibt und so. Ne? Es ist ja so ein bisschen wie so ein Zentralplatz. Deswegen ist es ein bisschen nervig, dass es rechts nicht an den Weg angrenzt. Aber es ist okay. Wir werden es überleben. Kommen klar. Hoffentlich. Also, it's fine. Und dann habe ich halt hier so gedacht, dass wir eben so eine kleine Ecke haben, eben für Kinder und so. Und dann, ja, da kommt dann halt gleich auch noch irgendwie Sand und so hin. Ich finde das halt nice, also, dass man halt quasi so ein abgegrenztes Abteil hat für die Kinder. Ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie auch realistisch quasi, dass der Park so ein bisschen unterteilt ist. Aber müsst ihr mir sagen, ob ihr das auch so seht. Letztendlich ist es ja auch hauptsächlich für meine Zwecke gedacht. Und wenn wir da mal in der Lucky Legacy hinlatschen, dann wird das ausreichen, ja? Hoffe ich. Gibt es irgendwie sonst Updates? Ich glaube nicht unbedingt. Also es passiert nicht
so viel. Also es passiert schon viel. Aber das hat irgendwie gerade alles mit dem Studium und so zu tun. Deswegen ist es wild. Wenn es da nähere Sachen zu sagen gibt, dann werdet ihr auch auf meinen sozialen Medien darüber erfahren, sicherlich. Weil ich bin ja immer so ein Mensch, der komplett overshared, was das angeht. Also entweder ich poste halt gefühlt nichts oder ich poste halt alles so. Also es ist manchmal ein bisschen wild, aber es ist okay. Weil ich kriege darauf auch immer relativ viel Feedback. Deswegen ist das in Ordnung. Also anscheinend mögt ihr das auch. Also it's fine. Wir kriegen das hin. Genau. Und also, I don't know. Größtenteils sitze ich halt gerade hier noch zu Hause rum. Es ist wild und vielleicht auch ein bisschen langweilig, sag ich mal. Aber ich bin der Meinung, die Videos haben auf jeden Fall an Qualität dazu gewonnen. Und ich finde, das sieht man auch anhand der Aufrufe und so. Also es schauen auf jeden Fall mehr Leute zu. Die Bewertungen sind zwar ein bisschen zurückgegangen, aber es kann auch daran liegen, dass ich ja auch nicht darauf hinweise, dass man das halt regelmäßig machen sollte, weil ich weiß auch, dass das viele einfach vergessen und so. Aber ich bin halt nicht so dieser Mensch, der dann so sagt, so, liked, wenn ihr es euch gefällt. Das ist halt nicht so meine Art. Also, ich bin da jetzt nicht sauer drüber oder so, ne? Ich freue mich aber, dass Leute zuschauen und dass es euch gefällt. Und ja, es ist halt sehr süß. Bald endet tatsächlich ja auch schon Sims 3. Und ich denke, dass ich dann aber auch auf 2 Let's Plays auf dem Kanal, die aktuell laufen, umsteigen werde. Weil 3 Let's Plays ist schon echt viel, vor allem wenn man halt nur 2 Videos die Woche bringt. Weil dann kann es halt auch mal sein, dass irgendwie 2 Wochen lang kein Let's Play Part von dem einen Let's Play kommt. Und das ist irgendwie, es ist jetzt nicht so cool, weil manche meinten dann ja auch so von wegen, ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was im letzten Part passiert ist und so. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen, manchmal weiß ich das auch selber gar nicht mehr, weil ich so lange halt nicht aufgenommen habe. Jetzt aktuell kommen ja viele Let's Play Parts, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst bringen soll. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen aus der Reihe hier mit dem Speedbuild. Deswegen ist, ja, ich hoffe einfach, dass es mit 2 Let's Plays dann besser ist. Weil dann kommen die Let's Plays ja auch regelmäßiger und ja, I don't know. Ist es wahrscheinlich auch ein bisschen sinnvoller, weil man dann eher weiß, was ist wo, wie passiert und so. Ja, I don't know. Ich hoffe, dass das bei euch dann auch in eurem Sinne ist. Die beiden Let's Plays, die ja jetzt gerade laufen, die gehen ja auch noch eine Weile. Wenn Sims 3 dann endet, meine ich. Weil die Runaway Teen Challenge, die machen wir, keine Ahnung, also ich schätze, dass das so plus minus 50 Parts sein werden, so wie es halt dann irgendwie passt. Ich habe da jetzt mir kein direktes Ziel gesetzt, sondern wir beenden halt einfach, wenn irgendwie die Zeit gekommen ist, sage ich mal. Und die Lucky Legacy wollen wir ja 10 Generationen spielen, also das wird auf jeden Fall noch dauern, weil wir kommen jetzt ja so langsam in Generation 4 rein. Also das dauert noch, wie gesagt. Also mit 20 Parts endet dann Sims 3 bald. Und daraufhin will ich dann auch so ein Video machen, wo ich dann bewerte, welcher Sims-Teil denn jetzt für mich der beste ist. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird absolut interessant und wild wahrscheinlich. Aber ich freue mich da auch drauf, weil ja, ich wollte schon immer so ein Video haben. Und ich wollte auch mal so nachgucken, welche Aspekte gefallen mir an welchem Spiel wie am besten. Und welches ist denn jetzt wirklich mein liebstes Sims-Spiel anhand von irgendwie gewissen Faktoren? Weil bisher sage ich halt immer so, ja, Sims 2 ist mein Favorite, aber ich glaube, dass es halt größtenteils Nostalgie ist. Mittlerweile bin ich ja auch schon eher dabei, dass ich sage, ja, Sims 4 ist vermutlich mein Favorite. Aber wir werden dann in dem Video vermutlich sehen, wie das dann ausschaut. Wir hüpfen aber auf jeden Fall jetzt erstmal ins Spiel und schauen, wie das Grundstück denn da aussieht. Also, ich habe das Ganze, wie gesagt, in New Crest gebaut, auf diesem Grundstück. Es müsste auch dieses Buchenwinkel sein. Es ist Nacht, das ist schrecklich. So, das ist das fertige Grundstück. Wie gesagt, es ist nichts krass Besonderes oder so, ne? Aber es funktioniert für unsere Zwecke. Ich fand halt süß, dass das Häuschen hier so extra ist und so, I don't know. Und hier kann man theoretisch auch noch eine Tür reinbauen und dann, keine Ahnung, kann man hier drin noch irgendwas machen, wenn man das wollte. Mir ist nicht eingefallen, was ich da hätte reintun sollen. Aber wenn man es wollen würde, kann man es auf jeden Fall machen. Dann halt, diese Anforderungen sind ja auch, dass man hier grillen kann und so. Und ich fand es eigentlich ganz süß, wenn man dann hier sich hinsetzen kann. Hier auf diesem Pavillon kann man halt dann Schach spielen und so. Ist bestimmt auch ein süßes Fleckchen, um einen Antrag zu machen grundsätzlich. Und dann gibt es hier eben diesen kleinen Kinderbereich im Sand. Den kann man ja auch dann benutzen, wenn man Inselleben hat, kann man Sandburgen bauen. Also ist das sowieso noch mehrfach funktionsfähig.
fähig. Dann habe ich hier halt noch so Spielzeuge hingestellt, damit es ein bisschen belebter aussieht. Und dann halt Bänke, damit die Eltern da sitzen können und ihren Kindern zugucken können. We love the realism. Hier hinten ist halt noch so eine Schaukel, die steht so ein bisschen abseits, ne? Damit keiner getroffen wird, wenn da ein Kind schaukelt. Und hier sieht man halt, wo halt immer abgebremst wird und so. We love it. Ja, das ist halt auch schon das ganze Grundstück. Wie gesagt, es ist nichts Besonderes, aber vielleicht hat der ein oder andere ja Lust damit zu spielen. Deswegen werde ich das jetzt auch mal gerade hochladen. Was ist das denn? Warum habe ich das hier vorne? Hey, ich liebe EA so sehr. Also hier, ich habe es Newcross Park genannt. Es hat nicht so viele Packs. Also es sind halt alles Expansion Packs, das ist ein bisschen wild. Aber es ist verhältnismäßig noch in Ordnung, würde ich sagen. Also ich habe schon Sachen gebaut, die haben deutlich mehr Packs benutzt. Also es ist in Ordnung. Sieht irgendwie asymmetrisch aus, ne? Aber ich glaube, es ist es nicht. Egal, wir laden das jetzt einfach so hoch und das wird schon passen. Und wenn ihr das Ganze dann sehen wollt, könnt ihr hier auf Mooly Girlie gehen. Da gibt es generell meine Sachen. Falls ihr an irgendwas Interesse habt, wenn es laden würde. Way! Ich poste nicht so oft was hier. Aber wenn, dann bin ich in der Regel relativ zufrieden mit dem Ganzen. Das hier ist ein bisschen wild, wie gesagt. It's fine. Deswegen hoffe ich, dass euch das Ganze trotzdem irgendwie gefallen hat. Wir konnten mal wieder ein bisschen miteinander quatschen. We love it. Könnt ihr mir gerne ein paar Kommentare dazu sagen. Schreiben, wollte ich sagen. Ich sag einfach, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!